Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Opening-Video. Wir möchten mal wieder in den Great Vault reingucken. Ich war letzte Woche extrem fleißig für meine Verhältnisse. Ich habe nämlich mit dem Main einiges gemacht und auch mit dem ein oder anderen Twink. Ich weiß gar nicht, wie viele Vaults wir jetzt aufmachen können. Ich glaube, es sind 5, 6, 7, irgendwie sowas um den Dreh rum. Den ersten machen wir mit dem Main auf, da sind hoffentlich die gescheiten Sachen drin. Und mit den Twinks ist halt so ein bisschen Timok-Gedönse, ne? Aber ich dachte mir, das nehmen wir mit ins Video rein. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein. Mit dem Main habe ich letzte Woche tatsächlich 8 Keys gespielt. Ich wollte eigentlich nur 4 spielen, dann habe ich mich bequatschen lassen, hier, da. Und dann habe ich die 8 halt voll gemacht. Und wir haben auch für den Raid, glaube ich, auch 3 Loot-Slots. Also ich habe irgendwie ein paar Bosse im NHC zumindest, die Bosse fürs Tierset, ein paar LFR-Bosse und irgendwie hat es für die 3 Slots gereicht. Ich weiß zwar auch nicht ganz wie, aber ja, mal gucken. Heißt, ich möchte am liebsten ein Tierset-Teil raus. Ich habe ja immer noch leider keinen Set-Bonus hier an der Stelle. Einen Kopf habe ich auf der Bank, aus dem NHC zumindest. Und ja, was ich aber gekriegt habe, ich habe aus dem M-Plus-Dungeon ein Trinket bekommen, was ganz gut skaliert tatsächlich. Ich habe es noch nicht abgegradet, weil vielleicht gibt es aus dem Vault was Besseres hinher und dementsprechend habe ich mich da jetzt erstmal bedeckt gehalten. Mit dem Score bin ich auch letzte Woche ein bisschen hoch. Jetzt habe ich zumindest jede Inni mal 2-mal gelaufen, ne, mit beiden Affixen und ein bisschen mehr Score, aber viel ist es jetzt tatsächlich auch noch nicht. Und ja, ich würde sagen, ich mache den Vault einmal auf und zwar diesmal als Tank. Vielleicht kriege ich ja das Tank-Trinket aus The Other Side raus, das wäre gut, oder ein Tierslot am besten, am liebsten hätte ich Schultern oder Hände, Tierslot, das wäre so gut, aber wir werden sehen, was wir drin haben, 6 Auswahlmöglichkeiten haben wir, drückt mir die Daumen. Oh weia, ich darf gar nicht hingucken. Lol. Was nehme ich, Leute? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Schwierig. Ich hätte halt 2 Tierpiece-Teile drin. Eine Brust hätte ich drin. Oder Hände, ne? Hände wäre halt gut, weil da habe ich noch ein Low-Item. Und dann hätte ich ein 2er-Piece-Teil. Aber langfristig wäre das natürlich Käse. Langfristig wären die Hände besser mit Versa Mastery. Hätte ich aber kein Tier-Piece und könnte mir das aber später bei den Katalysator drauf machen. Wäre theoretisch sinnvoller. Die Waffe ist natürlich eigentlich geil, weil die Versa drauf hat, aber 2,46 fällt halt raus. Ich habe halt eine Max-Level-Waffe. Also die Waffe ist schon mal, ne, abgehakt. Die Brust ist eigentlich auch schon abgehackt, weil ich eine 2,78er habe und dann wäre das besser, weil dasselbe Item-Level ist plus Set-Bonus. Also aus der Reihe fliegt auf jeden Fall die 2 Sachen raus und dann ist wahrscheinlich Hände besser. Rücken fällt eh raus, habe ich schon Max-Item-Level. Das Trinket, ehrlich gesagt, hatte ich davor an. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich kann ja irgendwie den Vault, glaube ich, simmen. Ich bin gerade hin und her gerissen. Also wenn, dann gehe ich auf ein 2er-Set und nehme quasi die Hände. Oder ich gehe quasi auf langfristig, nehme die Hände, die gute Stats haben und tue die dann irgendwann upgraden. Oder ich nehme das Trinket und habe halt schon mal eins der besten. Also das war, glaube ich, relativ gut tatsächlich. Gut, ich glaube, das werde ich mir nochmal überlegen, beziehungsweise das hat nochmal durchsimmen. Jetzt schauen wir erstmal parallel bei den Twinks, und zwar auf einem Hunter, nehme ich jetzt mal irgendwas, was ein T-Mog bringt, hätte ich gesagt. Da haben wir nur 2 Auswahlmöglichkeiten, wir haben eine Stangenwaffe und ein Trinket, und ja, oder nee, das ist keine Stangenwaffe, das ist eine Schusswaffe. Die ist natürlich schlechter als das, was ich habe, aus der ganz normalen Daily-Zone. Das nehmen wir jetzt einfach mal, ein bisschen T-Mog. Ach, da müssen wir wieder warten, bis wir es genommen haben, ne? Ich frage mich, ob ich auch irgendwas für Dinge hier nehmen kann, was mir dann was bringt. Obwohl, aber T-Mog sollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal mitnehmen. So, das haben wir schon mal. Das kann ich dann ehrlich gesagt auch gleich wieder wegtun, weil, wie gesagt, niedrigeres Item-Level. Was ich für den Hunter als Stats brauche, I don't know. Das ist nur so ein Daily-Char bei mir, ne? Aber selbst als Daily-Char hat er schon 2,52 Gedönse an. So, okay, das können wir schon mal weghauen.
dann würde ich sagen, locke ich jetzt die Twinks durch. Und am Ende werde ich mit dem Main aussuchen, was ich nehme. Vielleicht habe ich es bis dahin durchgesimmt und kann so ein bisschen gucken, ne, würde ich sagen. So, Udala, jetzt bin ich mal nebenbei auf meinem Warrior rübergelockt. Mit dem war ich auch ein bisschen unterwegs. Ich glaube, ein bisschen LFR habe ich mit dem gemacht. Und mal gucken, was wir da so drin haben. Okay, da ist jetzt nicht viel Auswahl. Ach, perfekt. Der Warrior hat einfach ein Tier-Item drin. Ich sag's ja, meine Twinks kriegen ihr Tierset früher fertig als mein Main. Mein Hunter hat ja schon 3 Piece quasi. So, das war jetzt auch wieder Item-Level technisch und Tierset technisch besser. Das können wir schon mal anlegen. Und dann würde ich sagen, ach schon mal, die sind ganz schön massiv, die Schultern. Dann logge ich mal weiter. So, dann bin ich auf dem Charmy gelockt. Mit dem war ich auch ein bisschen im neuen Raid drin. Auch wieder hier ein bisschen LFR. Ne? Ich habe mal dieses Handwerksmal-Dings gefarmt, was ich zum Mountcraften brauche. Was ich mittlerweile auch gekriegt habe. Und jetzt gibt es noch ein bisschen T-Mock, hoffe ich. Ne, das ist ein Trinket. Und was haben wir hier? Einen Set-Teil-Händel. Ja, nehmen wir das doch. Seht, meine Twinks, die kriegen die Sets. Bei Main bin ich jetzt ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich habe jetzt auch schon mittlerweile durchgesimmt. Und ich glaube, ich werde mich fast gegen Set tatsächlich entscheiden und das Trinket nehmen, ne? Das ist schon nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Dann habe ich als nächstes auf Magier rumgeswitcht. Da war ich auch ein bisschen unterwegs. Jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir nochmal ein Tierteil rausziehen. Ja, mit den Chars habe ich alle immer noch keinen Tierset-Bonus. Ne, ein Trinket. Ja gut, das bringt mir jetzt T-Mock-technisch leider nichts. Ich weiß gar nicht, ob diese Steine nicht besser wären, aber da kriege ich, glaube ich, nur Mist raus, ehrlich gesagt. Ja, kartesische Forschung, Chiffren brauche ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Und diese Genesis-Splitter, naja. Nehmen wir das Trinket, das ist vielleicht sogar noch ein Ticken besser als das, was ich mit dem anhab. Ah, gut. Ja, ziehen wir das mal an. Ist ganz nett, haben wir Flat Stats noch ein bisschen hoch, ne? Gut, dann swappen wir mal weiter. Ich glaube, einen Charme müsste ich noch haben. So, da, jetzt habe ich hier noch den Priester ausgegraben. Den habe ich nämlich auch noch. Ich glaube, mit dem müsste ich nochmal 2 Auswahlmöglichkeiten haben. Mit dem brauche ich nämlich auch noch ein bisschen Ruf bei den Erleuchteten, ne? Weil ich mir da so Rezepte noch kaufen will. Dann war ich, glaube ich... Ah, ne, habe ich nicht... Ich dachte, ich habe 5 Bosse gekillt. Okay, hier kriege ich nur Schuhe. Ja gut, besser als nix, ne? Brauche ich auch nochmal für T-Mock. Dann bin ich, glaube ich, jetzt mit den Twinks durch. Da muss man dann auf dem Main nochmal gucken und schauen, was wir jetzt schlussendlich nehmen. So, wo sind sie jetzt? Die Schuhe, da haben wir sie. Bei meinem ganzen Müll, den ich im Inventar habe, gehen die so ein bisschen unter teilweise. So, dala. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgelockt. Und zwar habe ich nebenbei auch hier einmal das durchgesimmt. Ich glaube, ich habe hier Dungeon Slice einmal gesimmt gehabt. Und klar, er sagt mir natürlich, der 2er-Piece-Set-Bonus, ne, wäre das Beste, was ich machen kann, DPS-technisch. Ich werde mich aber trotzdem gegen das entscheiden, tatsächlich, und mir das Trinket holen, ne. Mit dem Trinket, das hier, da mache ich ein gutes Stück mehr Schaden. Das werde ich wahrscheinlich auch langfristig tatsächlich anbehalten. Ist laut Bloodmold auch eins der, ja, auf jeden Fall im oberen Drittel. Und dann habe ich jetzt zwar den 2er-Set-Bonus nicht, aber nächste Woche öffnet eh diese Schmiede, dann kann ich mir den 2er-Bonus auf jeden Fall da schon mal holen. Und langfristig, wenn ich jetzt irgendwie so ein lowes Item hole, dann werde ich das eh wieder austauschen müssen. Deswegen, und das trage ich vielleicht bis zum Ende der Expansion, je nachdem, wie es aussieht. Also, ja, heißt, 4er-Set-Bonus ist dann spätestens in 3 Wochen der Fall. Ne? Man kann ja jede Woche einmal die Schmiede benutzen und ja, mein Gott, dann warte ich halt ein paar Wochen, dann habe ich halt den Set-Bonus später. Hauptsache, ich habe ein Trinket, das ich halt langfristig vielleicht nutzen kann. Könnten wir auch die Hände nehmen, aber ich denke mal, Hände, die hätten gute Stats, ne? Versa Mastery, aber die werde ich dann eh umschmieden über den Katalysator und dann kriege ich irgendwelche anderen Stats, deswegen ist das, glaube ich, auch lax. Also, wir nehmen jetzt einmal schlussendlich hier das Trinket. Wahrscheinlich wird mir wieder vorgeworfen in den Kommentaren, dass ich ein Gib bin, dass ich wieder mal das Set nicht genommen habe. Aber so ist es. Wir haben einmal die nekrotische Schneise auf 18. Super, die habe ich letzte Woche schon auf 18 gelaufen. Dann würde ich sagen, kann ich jetzt einmal die Kombi anlegen. Und dann würde ich das hier tatsächlich noch upgraden. Und zwar habe ich jetzt dann 2 Trinkets, sogar aus der gleichen Instanz, ne?
Und das sind halt beides Trinkets, die einfach automatisch blocken. Die muss ich nicht usen. Das finde ich mal ganz angenehm tatsächlich. Klar, man könnte sich die Use-Trinkets irgendwo mit draufbeinen auf CDs und so, aber so finde ich es eigentlich ehrlich gesagt angenehmer. Dann tun wir das mal upgraden. Und dann haben wir jetzt damit auch mal vernünftige Trinkets an. Jetzt bin ich auf Item Level 272. Und ja, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also hier an der Front, ne? Ringe ist gut, Trinkets ist gut, Waffe ist gut. Hier Handgelenke sieht auch gut aus. Brust, Umhang, ne? Die Legendary Slots auch. Was ich halt brauche, ist halt Schultern, Kopf, Hände und die Schuhe. Die sind, obwohl ich habe eigentlich, glaube ich, sonst immer die Schuhe an, aber die sind halt auch schlechter. Ich habe die nur wegen dem Bloodlink, wegen Torghast nur angelassen, ne? Also genau an den Slots, wo das Set ist, sieht es halt eher mau aus, aber ja. Schauen wir mal nächste Woche wieder mit dem Vault oder vielleicht kriege ich ja aus der einen oder anderen Inni noch was. Gut, das war es eigentlich jetzt mit dem kleinen Opening für den Great Wall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.